Kaum ein Unternehmen will mehr auf Social Media verzichten, besonders im B2C-Bereich. PR.com hat nun den B2B-Bereich untersucht. Wie sind hier die Ergebnisse? Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass wir 100 Unternehmen analysiert haben, und zwar Unternehmen der ITK-Branche. Erstens, weil wir selber uns auf ITK konzentrieren als PR-Agentur. Zweitens, weil diese Unternehmen schon mal keine technische Hürde bei der Implementierung von Social Media haben dürften. Und da haben wir uns ganz speziell auf Blogs konzentriert. Und warum speziell die Blogs? Weil B2B-Unternehmen natürlich in der Regel erklärungsbedürftige Produkte oder Angebote haben, und wir denken, dass sie mit Blogs ihre Zielgruppen deutlich besser und effizienter adressieren können als zum Beispiel mit Twitter. Mhm. Wie sind dann die konkreten Ergebnisse der Studie? Eher enttäuschend. Es gibt nur 24 Unternehmen von diesen 100 führenden Unternehmen, die überhaupt einen deutschsprachigen Blog haben. All die anderen haben entweder keinen oder einen englischsprachigen. Ich persönlich finde es schon sehr verwunderlich, dass große Unternehmen eines ihrer wichtigsten Zielmärkte weltweit nicht in ihrer eigenen Sprache ansprechen können. Das ist schon ein Armutszeugnis der Kommunikationsabteilung. Und wie sehen dann die deutschsprachigen Blogs aus? Auch ganz allgemein muss man sagen, ist die Qualität nicht sonderlich hoch. Viele Unternehmen missbrauchen ihre Blogs sozusagen als Recycling-Maschinerie für bestehende Inhalte. Sie kopieren sehr oft ziemlich lieblos bestehende Inhalte wie Presseinformationen oder Marketingtexte. Auf der anderen Seite, und das ist übrigens auch nicht im Sinne eines Blogs, Stichpunkt differenzierte Leseransprache, dann trifft man auch immer wieder auf die nahezu unerträgliche Selbstbeweihräucherung von Unternehmen, die da sagen, wir sind die Allertollsten und wir finden uns auch gut. Ich weiß nicht, wer das freiwillig lesen will, sowas. Gab es auch so ein paar positive Ergebnisse, Einsichten? Ja, natürlich gibt es eine Reihe von Unternehmen, die wirklich gute Inhalte produzieren, die ganz gewiss auch gern gelesen werden. Das sind Unternehmen wie Materna, Intelligence, Bechtle, um nur ein paar zu nennen. Und es gab ja auch ein Bewertungssystem. Mhm. Wer hat da so wer hat als Sieger oder wer ist als Sieger durchs Ziel gegangen? Ja, es gab ungefähr ein Dutzend von Bewertungspunkten für alle Blogs, und ganz besonders haben sich zwei Unternehmen hier hervorgetan, nämlich die DATEV und SAS. Hier hat einfach alles gestimmt. Frequenz, Inhalte, Stil, alle anderen begleitenden Informationen, wenn man so will, wirklich zwei Blogs wie aus dem Lehrbuch. Allerdings muss man an dieser Stelle auch anmerken, dass alle Blogs allgemein, ob gut oder schlecht, sehr schlecht kommentiert werden oder sehr selten kommentiert werden. Es gibt also so gut wie keine Kommunikation mit dem Markt oder keinen Dialog mit dem Markt, was ja die Essenz letztlich von Social Media ist. Woran könnte das liegen? Ich denke, das liegt daran, dass das allgemeine Niveau der Blogs so niedrig ist und Leser daher auch diese Inhalte kaum lesen wollen, wenn sie recycelt werden, könnte man oder gelänge es sozusagen, das allgemeine Niveau dieser Blogs zu erhöhen, dann wäre die Situation vielleicht anders und mehr Leute würden diese Blogs lesen, aber das ist reine Spekulation. Stand heute ist einfach, das Experiment Blogs offenbar gescheitert ist in Deutschland. Das ist sehr schade. Viele Unternehmen haben da sicher noch viel zu tun, um erfolgreich zu sein mit Blogs. Okay, danke. Bitteschön.